Hey, wieso siehst du so sexy aus? Warum hast du Gurken dabei? Weil du Hunger hast. Dann mache ich dir was Leckeres zu essen. Und wie wir das machen, das zeigen wir euch bei MG Barbecue. Es ist soweit. Wir sind dran mit der Schwangerschafts-Gurken-Challenge. Wir sind nominiert worden von Bösis Cook and Barbecue und natürlich nehmen wir so eine Challenge an. Für unsere Schwangerschaftsgurken brauchen wir natürlich Gewürzgurken und zwar nur die originalen Spreewälder. Dann brauchen wir dafür Holzspieße, geschmolzene Schokolade, hier noch im Wasserbad und zwei richtig geile Gewürze. Das ist zum einen Lollipop-Gewürz. Und natürlich die 9 Chili-Sinfonie von Spice World. Und wie wir aus den wenigen Zutaten die wahrscheinlich leckersten Schwangerschaftsgurken auf diesem Planeten machen, das zeigen wir euch jetzt. Unser Topf kommt jetzt aufs Feuer. Und da rein kommt unsere Schokolade, die wir im Wasserbad schmelzen werden. Die Schokolade ist weich und die nehmen wir jetzt runter. Jetzt nehmen wir uns einfach ein paar Gurken aus dem Glas raus und spießen die auf unserem Spieß. Und Nummer 2. Jetzt wird unsere Gurke in die Schokolade getunkt. Dann wird sie gleich getoppt, natürlich mit dem Lollipop-Gewürz. Und die 9 Chili-Sinfonie. Jetzt wird sie getrocknet und dann ist sie bereit zum Verkosten. So Leute, wir haben 29 Grad mit der Schokolade, die will einfach nicht hart werden. Deswegen werden wir uns jetzt beeilen. Auf die Gurken-Challenge. Auf die Schwangerschafts-Gurken-Challenge. So sieht's aus. Scheiße, ich möchte nicht. Ne? Ich auch. Das ist ein Spreewaldgurke. Mit Schokolade. Mit Spreewaldgurke schmeckt alles besser. Ja. Und da wir richtig Ahnung haben mit Schwangerschaften, findet ihr für schwangere Frauen richtig top. Ich bin immer noch schwanger. Von daher ja. Könnt ihr die jeden Tag essen. Aber ich denke, wir haben die Challenge jetzt sehr gut gemeistert. Das denke ich auch. Was will man mehr? Süß, salzig und scharf. Die Kombination, die haut wirklich alles weg. Und dazu... Und sogar haut es mir den Hut weg. Und ein Rosettenputzer darf natürlich nicht fehlen. 9 Chili Sinfonie von Spice World. So muss sein. Aber jetzt kommen wir zu den Nominierten. Genau. Wen nominieren wir denn eigentlich? Natürlich. Den Grillchunky. Yeah, Micha, du bist dran. Wen nominieren wir noch? Den Valentin. Genau. Von Valentin TV. Haha, Valentin. Ja. Wen nominieren wir noch? Wir waren nur bei 2. Nein, wir waren nicht bei 2, da fehlt nämlich nur einer. Und zwar der Peter. Der Peter vom Pitblock. So sieht es nämlich aus. Peter, auch du bist dabei. Yeah! Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt auf jeden Fall schon mal eine Waschmaschine gewonnen. Nein, Spaß. Ihr könnt die geilen Gurken probieren. Ja. Macht sie so nach, wie wir sie machen, weil die sind mega geil. Also Peter, du musst richtig selber machen. Ne? Du warst ja bei dem Treffen mit dabei. Genau. Habt ihr vielleicht einmal gekostet, aber selber machen schmeckt es am besten. Aber ich wollte jetzt nur sagen, wir haben die Challenge jetzt sehr gut gemeistert, so wie viele andere da draußen auch. Ja. Aber wir haben noch eine Challenge vorher gemacht. Genau. Da haben wir die Grillshow nominiert, die wo sie ignoriert haben. Und das geht mal überhaupt nicht. Und das gar nicht. Welche? Das ist unsere Mouth Burning Challenge. Ja? Also ich denke mal, der ein oder andere weiß es noch. Da war es noch kalt, wo wir sie gemacht haben. Ja. Wer hat da alles mitgemacht? Der Andi hat mitgemacht von AJ Barbecue. Und ich weiß gar nicht, wer da noch alles mitgemacht hat. Viele andere. Einige. Fehlen nur, aber noch ein paar. Nur eben die Grischer nicht mitgemacht. Die Grischer hat Johnny, nicht mitgemacht. Und Johnny, wenn ihr nicht mitmacht, denkt dran, ich komme in diesem Outfit nachts zu dir ins Bett. Und dann gibt's die. An dieser Stelle würde ich sagen, wir labern schon wieder viel zu lange. Jetzt kommt der Standardtext. Macht's mit. Macht's nach. Macht's besser. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben dafür.
kommentiert. Dann wissen wir, welche Challenge wir als nächstes für euch machen. Und abonniert unseren Kanal und vergesst natürlich in der Glocke da unten nicht das komische Ding zweimal zu drücken. Genau. Dann verpasst ihr sehr geile Folgen wie jetzt. Wenn es am Donnerstag noch viel geiler ist, weil da kommt nicht die Schwangerschaftsgurke, da kommt was Ähnliches, was aber noch viel geiler ist, gerade bei 30 Grad im Schatten. So sieht's aus. Also, lasst euch überraschen. Ja. Bis dann, wenn es wieder heißt, MC Barbecue!